Die Bedeutung des Bergbaus im Erzgebirge im 15. und 16. Jahrhundert steht außer Frage und wurde in zahlreichen Abhandlungen thematisiert. Silber gehörte zu den meistgesuchtesten und abgebautesten Bodenschätzen. Dies geschah in mühseliger Arbeit mit Schlegel und Eisen. Allein um Marienberg herum gab es auf einer Fläche von 72 Quadratkilometern 150 Schächte und demnach auch ebenso viele Halden. Dass diese Halden viel später noch einmal von großer Bedeutung sein würden, ahnte damals noch niemand. Schließlich wurde dort das aufgeschüttet, was nicht mehr verwertbar war. Mit dabei Brocken schweren Gesteins. Überall, wo diese dunkelgrauen Steine untertage auftauchten, gingen die Silberfunde zur Neige. Die Bergleute bezeichneten es deshalb als Pechblende. Nach dem endgültigen Niedergang des Bergbaus Anfang des 19. Jahrhunderts kehrte Ruhe ein im Berg. Die Erzgebirger, erfinderisch wie sie nun mal waren, ersannen neue Möglichkeiten, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Landwirtschaft und Volkskunst seien hier stellvertretend genannt. Uran wurde 1789 von dem deutschen, damals in Berlin lebenden Chemieprofessor und Apotheker Martin Heinrich Klapproth aus dem Mineral Pechblende isoliert. Marie Curie machte bei der Arbeit mit Steinen aus St. Joachimsthal eine folgenschwere Entdeckung. Sie entdeckte die Radioaktivität und forschte an und mit ihr. 1938 gelang dem deutschen Wissenschaftler Otto Hahn die erste Kernspaltung. Er wurde später mit dem Nobelpreis für Chemie geehrt. Eine neue Epoche war eingeläutet, das Zeitalter der Kernenergie, auch mit seinen Schattenseiten. 1945 fiel die erste Atombombe auf Hiroshima. Uran aus Jachimov brachte hier Tod und Verwüstung. Der Kalte Krieg war geboren und jeder wollte über solche Bomben verfügen. Atomare Abschreckung lautete die Devise. Der Bedarf und der Hunger nach Uran waren nach 1945 unersättlich. Damit geriet auch der Altbergbau des Erzgebirges wieder ins Visier. Mit der Gründung der Wismut begann die Sowjetunion als Reparationszahlung nach Uran zu suchen. Genauso groß wie der Hunger nach Uran war der Bedarf an Arbeitskräften. Über damalige Arbeitsämter wurden in den Jahren 1947 bis 1952 massenweise Arbeitskräfte rekrutiert. Man versprach ihnen gute Verdienstmöglichkeiten, Lebensmittelrationen und Sonderzahlungen. Wonach sie allerdings in den Bergwerken suchen sollten, wurde großteils verschwiegen. Gesteinsmasse musste an die Tagesoberfläche. Hier fand dann auch die Trennung statt. Angehörige der Sowjetarmee, später dann Frauen, prüften als Radiometristen das Gestein mit Geigerzählern. War es still, kam es auf eine der Halden. Knisterte es, ging es dann mit Transportern zum Beispiel nach Marienberg auf den Bahnhof. Von da aus in die Aufbereitung und von da weiter in die Sowjetunion. Somit wurden nicht nur die alten Stollen und Schächte des Altbergbaus in unserer Region wiederbelebt, sondern auch die Halden gerieten in den gierigen Blick der Sowjets. Schürfgräben wurden über die Halden getrieben und sind ein deutliches Zeichen, dass diese Halden ihren Ursprung im 15. und 16. Jahrhundert haben. Auch heute noch kann man die Schürfgräben gut erkennen. Die Arbeit unter Tage war hart und die Bergleute starben meist zeitig an den Folgen der Strahlung und an Staublunge. Man blieb auch nicht von Unglücken verschont. Eines der schwersten in der Region ereignete sich am Kiesholz im Christophschacht, Schacht 85 an der nordwestlichen Flanke der Dreibrüderhöhe bei Marienberg. Ja, wir befinden uns hier am Schacht 85, ein ehemaliger Wismutschacht. Hier hat das größte Grubenunglück im Marienberger Bergrevier sich ereignet. Und das genau heute auf dem Tag vor 70 Jahren. Dabei sind 9 zumeist junge Bergleute hier ums Leben gekommen. Der Jüngste oder die beiden Jüngsten waren 18 Jahre, der Älteste 34. Und der Älteste stand kurz vor der Hochzeit, der damals auf Unglück ist. Sie sagten jetzt, die jungen Leute stammen aus der Region. Ist bekannt auch aus welchen Orten? Ja, die Orte sind auch bekannt, aus Zülplitz, aus Marienberg und auch von der Küste sind sie oben gekommen. Also die sind ja hier überall herverpflichtet worden. Das Geld hat damals gelockt und natürlich auch das Abenteuer war der Wismut. Wolfgang Weber, Sie waren damals hier auf Arbeit, hatten glücklicherweise die Nachtschicht. Ja. Sie sind dann später hier zum Unglück dazugestoßen. Was war hier los? Ja, dass ich heruntergekommen bin und konnte ins Schachtgelände reinsehen und habe hier einen Wirrwarr wahrgenommen. Es war
jede Menge Autos hier drin und alles hell erleuchtet, was sonst überhaupt nicht gewesen ist. Es haben vor Lampen gebrannt, aber das war nicht. Und ich bin dann beim Eingangstor rein, so stand Polizei dort, die waren ja immer bei uns und auch Russen mit dort. Und mein Chef, der stand hier in der Mitte drin und sagte zu mir, sofort umziehen und sofort einfahren, jede Menge Tote. Die haben wahrscheinlich gar nicht gewusst, wie viel es waren damals in der Zeit. Und da bin ich dann eingefahren. Und als ich aus dem Skip rausgelaufen bin, stand ich gleich auf einer Hundewanne, die hat es nicht umgekippt dort und bin und stand bis zu den Knien im Wasser die ganze Nacht durch. Wir konnten aber in der ersten Nacht gar nichts machen. Das wusste ich ja gar nicht mehr, wie es weitergeht. Und in der nächsten Nacht, in Früh, haben sie wahrscheinlich das Rettungskommando von Schneeberg geholt. Da fangen sie dann langsam an mit Aufräumen. Die neuen Toten mussten heraus. Das war ja das Erste, das war das Wichtigste. Und dann ist es in eine Unterwasserpumpe hineingekommen, so eine 2000-Liter-Pumpe, das sah aus wie ein Torpedo. Und es kamen geflanschte Rohre aus der Werkstatt im Marienberg, das war sonst gar nicht üblich, es wurde nur geschweißt, damit es schneller zusammengebaut werden konnte. Und sobald die Pumpe frei lag, wurde das nächste Stück Rohr angesetzt, bis dann das Wasser raus war. Mhm. Und es hat circa eine Woche gedauert, bis das Wasser ganz sämtlich raus war und die Toten geborgen waren. Im Bereich südlich von Pobersau entstanden zwischen 1947 und 1952 12 Schurfschächte. Diese im Durchschnitt, bei 50 Meter getäuft, verfügten mitunter über Gangstrecken. Nur bei wenigen gibt es Aufzeichnungen, ob und wie viel Uran gefunden wurde. Wir befinden uns hier südlich von Pobersau in einem Altbergbaurevier. Es ist wieder Tätigkeit. Was wird denn gemacht? Das ist korrekt. Wir befinden uns hier auf dem Gebiet des ehemaligen Schurf- und Erkundungsrevier Pobersau Süd, des frühen Wismut-Uranerzbergbaus. Ja, und man hört es im Wald, Baggerarbeiten finden statt. Warum? Die Baggerarbeiten finden deshalb statt, weil wir hier angetreten sind, um die Relikte des Uranerzbergbaus, der 1947 hier begonnen hat und dann 1950 bis 51, 52 mehrere Schächte, Schurfschächte, Erkundungsstrecken aufgefahren hat, um diese Schadstellen, so nennen wir das, zu beseitigen, damit wir hier im Wald und die Pilzsucher und Touristen wieder gefahrlos den Wald passieren können. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt gibt es ja zahlreiche solcher Schadstellen, wie Sie sagen. Man kann da auch hin, man findet sehr viele auch davon. Wie sollte man sich als Waldbesucher verhalten, wenn man an eine solche Schadstelle herankommt? Ja, die Schadstellen sind hier im Erzgebirge wie an vielen anderen Stellen auch gesichert mit Zäunung und auch mit Schildern versehen. Meistens steht dort Vorsicht, Lebensgefahr, alter Bergbau. Dann sollte man diese Schadstellen auf keinen Fall betreten, noch hineingehen und möglichst auch nicht an die Ränder gehen, weil im Laufe der Zeit manchmal die Bruchkannen nachbrechen können.
Jetzt haben wir es schon angesprochen, es gibt zahlreiche solcher Schadstellen. Wie lange dauert denn das Sanierungsprojekt? Welchen Zeitraum haben Sie veranschlagt? Wir haben hier im Rahmen der Wismut-Eichenerz-Sanierung am Standort ca. 9 Schadstellen, Schurfschächte und Strecken zu verwahren. Das wird uns im Zeitraum von knapp 2 Jahren in Anspruch nehmen, werden wir benötigen. Hängt etwas ab, inwieweit wir im Winter bauen können. Und vor allen Dingen auch davon ab, was für Überraschungen wir während der Sanierungs- und Bewahrungstätigkeit hier erleben. Denn der alte Bergbau ist immer für Überraschung gut. Das heißt, es kommen auch manchmal unbekannte Schadstellen oder Verwahrobjekte dazu, wo wir dann einfach sagen müssen, jawohl, wir können jetzt nicht weggehen, wir müssen diese Dinge auch noch mit sanieren. Für mich unfassbar. Ich bin sauglücklich, dass ich hier sein darf. Ich bin also im Schacht 79 und zwar in etwa auf 16 Meter Tiefe. Unter mir ist dann der Ausbau noch zu sehen vom Wismutbergbau. Den würde ich mir dann nochmal angucken. Wir müssen nur einen Moment warten, denn das Wasser steht noch drüber. Das wird jetzt aktuell abgepumpt. Ja, und wenn ich euch mal hier das ringsrum zeigen kann. Viele werden jetzt sagen, ja, einfach Fels. Nein, es ist eine Stück Geschichte des Erzgebirges. Leider sind hier die Arbeiten auch schon fast durch, denn die Solltiefe von 20 Metern ist erreicht. Die nächsten Schritte wären dann nur noch den Ausbau hier entfernen, oben einen Ring reinsprengen und dann die Betonblöcke einbauen und dann Erde drüber und dann weiß, ja, eigentlich nur noch ich und ihr jetzt da draußen, wie es hier unten ausgesehen hat, dann ist nämlich vorbei mit der Wismut-Geschichte hier im Schacht 79. Zum Schurfschacht 79 in der sogenannten Taiga bei Kühnheide gibt es in der Wismut-Chronik einige Informationen. Mit einer Tiefe von 45 Metern und einer Gangstrecke von 450 Metern zählt er zu den Schächten mit der meisten Massebewegung. Über die Ausbeute ist leider nichts bekannt. 2020 begann die Wismut im Zuge eines Förderprogramms, diese alten Schurfschächte südlich von Pobersau zu verwahren. Im Zuge dessen wurden diese wieder aufgewältigt, Kamera befahren und anschließend verwahrt. Damit endet die Geschichte des Uranbergbaus bei Marienberg endgültig. Nur wenige Fotos und Videos zeugen von der Leistung unserer Vorfahren. Glück auf!